Hallo. Guten Tag. Das Internet ist unsicher. Ja, das stimmt. Ja? Wie kommt das? Kann ich Ihnen nicht sagen. Was glaubst du? Weiß ich nicht. Ich denke mal, die Technologie ist so weit schon voraus, dass man halt diverse Hacks im Programm oder so hat und dann halt Facebook-Passwörter dann herausfindet. Was nutzt du so? E-Mail, Facebook, Twitter. Und überall dasselbe Passwort? Ja. Dann machen wir jetzt den großen TV-Total-Passwort-Check. Denn Passwörter sind unsicher. Woran könnte das liegen? Ja, ich nehme mal an, dass sie einfach zu gutgläubig sind. Gutgläubig? Ja. Genau. Wir brauchen jetzt ihr Passwort. Wir checken nämlich, ob das noch sicher ist. Dann nehmen wir zum Beispiel ihren E-Mail-Account. Den gebe ich nicht raus. Hä? Aber wir wollen doch nur mal eben darauf zugreifen, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Okay, Air Force. Bitte? Air Force? Ja. @yahoo.de. Okay. Jetzt deine E-Mail-Adresse? Wie? Okay. @web.de. Okay, und dein Passwort? Mhm. Ja, das ist sicher. Ja. Und jetzt Ihr Passwort? Das sage ich Ihnen nicht. Wieso nicht? Weil das mein Passwort ist. Warum soll ich mein Passwort rausgeben? Na, weil wir das checken, ob es noch sicher ist. Nein, nein, das mache ich nicht. So was mache ich nicht. Nee? Nein. Wie sollen wir denn dann Ihre E-Mails lesen? Ja, sollen Sie ja gar nicht. Das sind ja meine. Dann geben Sie mal Ihre E-Mail-Adresse. @web.de. Alles klar. Und Ihr Passwort? Das sage ich doch nicht. Warum nicht? Wir machen gerade den Check, ob das sicher ist. Ach so, mein Passwort, ja. Das ist dann Nico. Nico? Ja. Ihr Kind heißt Nico. Ja, richtig. Und deine E-Mail? Eine ist, glaube ich, @gmail.com. Ja, das Passwort? Okay. Und eine 1. Eine 1? Oh, schon mal was passiert? Weil hier steht, das ist unsicher. Nee, da müsste ich das mal erinnern. Wäre ganz gut, oder? Ja? Ja. So schnell wie möglich. Ja. So, jetzt du. Also A. Okay, und das Passwort? Wie, das Passwort soll ich jetzt auch? Ja. Soll ich das jetzt sagen? Ja, wir müssen ja gucken, ob es sicher ist. Ja, soll ich das nicht einfach nur schreiben? Nee, wir wollen es ja hören. 3. Ist leider unsicher. Okay. So, und was für ein neues Passwort nimmst du? Ich überlege sehr wahrscheinlich etwas Familiäres. Sag mal. Kawa. Also der Name und der Nachname meines Vaters. Mhm. Da kommt dann das raus. Wer ist das? Keine Ahnung. Wie? Ist das nicht dein Vater? Nee, definitiv nicht. Sicher? Also meiner ist es definitiv nicht. Sicher? Hundertprozentig. Komisch. So, und jetzt Ihr Passwort? Mein Passwort? Ja? Mein Zugang zu meiner E-Mail-Adresse? Genau. Wie? Okay, da haben wir das Ergebnis. Auch unsicher. Okay. Gut, dann würde ich das mal ändern, ne? Ja, das wäre gut. Sie sind die Frau. Vorname? Jessica. Adresse? Ja, die gebe ich Ihnen jetzt nicht. Wieso nicht? Nee. Nur vom Wohnort. Vom Wohnort? Ja. Im Kaltsiefen. Bitte? Im Kaltsiefen. Hausnummer? Soll ich Ihnen jetzt wirklich sagen? Ja, klar. Wir sind ja vom Sicherheitscheck. Müssen wir ja wissen. Okay. Wann sind Sie nicht zu Hause? Den ganzen Tag, außer abends. Tagsüber sind Sie nicht zu Hause? Nee. Super. Alles klar. Werden Sie mich zu Hause besuchen? Ja, vielleicht tagsüber. So, und von dir bräuchte ich mal den EC-PIN. Für Kontokarte, mein. Ja? Ja. Wie ist der? Na, sag schon. 3. Wie? 3. Sicher? Ja. Ja, der stimmt. Und ist noch sicher. Ja. Und deine PIN? Bank-PIN? Ja. 8. Bei welcher Bank? Kreissparkasse, Köln. Ja. Hast du die Karte dabei? Ja, hab ich dabei. Soll ich die geben? Ja, klar. Dankeschön. Auf Wiedersehen.